Was ich will. Dabei ist jetzt schon fast eine ganze Woche rum und ich darf immer noch nicht machen, was ich will. Mann! Und das alles nur, weil der Nabel eine Verbrochung war, also eine Nabelverbrochung. Ja, und irgendwas anderes ist noch gemacht worden. Ah, Kastration ist gemacht worden. Ja. Wobei ich immer noch nicht weiß, was das ist. Naja, gut, ist auch egal. Das sind nur so ganz kleine Stippelstiche drin. Und die sind vernäht worden. Und ich merke eigentlich gar nichts mehr. Aber meine Frau Linse sagt, mein lieber Freund, du musst noch aufpassen. Muss noch aufpassen. Ich bin halt oben, bin ich. Ich bin gestern oben, muss so kurz auf der Couch gesprungen. Wow, hat die direkt gesagt, nee, mein lieber guter Schatz, das machst du jetzt nicht. Ja, bin ich wieder runtergesprungen. Und als sie weggeguckt hat, habe ich gedacht gehabt, vielleicht tut die Couch so schreie, wenn ich drauf springe. Das muss ich mal gucken. Und schwupps, bin ich wieder drauf gesprungen. Die Couch hat nicht geschrien, aber meine Frau Linse hat hinter mir geschrien. Mach keinen Quatsch, hat sie gesagt. Du wirst doch jetzt noch die Woche aushalten. Die weiß gar nicht, wie langweilig mir ist. Mano! Ja, und immer nur Suchspiele mache und nur am rollenden Ball hinterherlaufen, das ist langweilig. Ja, ganz langweilig. Gut, Spaziergänge sind gut. Aber das ist gerade alles. Ja, ich vermisse meine Freunde. Ne? Jo. Also Freunde, ich wünsche euch auf jeden Fall heute einen schönen Tag und drückt mir die Daumen, dass die Woche ganz schnell rumgeht. Bis dann, tschüss, euer Muckli mit die weiße Socke.